Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir spielen heute mal wieder Indiana Jones and the Fate of Atlantis, nachdem wir gestern so furios gestartet sind. Und ihr seht auch schon den Bildschirm. Wunder, wunderbar. Sei gegrüßt, Original AI. Wie geht's dir? Hallo, grüß dich. Okay. Aber die Lampe leuchtet grün, das heißt, wir wollen auch keine Müdigkeit aufkommen lassen, keine weitere zumindest. Ja, genau. Genau, richtig. Wo sind wir stehen Wo sind wir? geblieben? Wollte gerade sagen, wo sind wir gestern stehen geblieben? Wir sind ein gutes Team. Wir haben von dem Mythos Land von Atlantis gehört. Wir haben gehört, dass die bösen Deutschen, wie du das gesagt hast, diesem Mythos ebenfalls auf der Spur sind, weil sie sich natürlich sehr fortgeschrittenen Technologie bedienen wollen und so weiter. Wir haben unseren Sidekick, unsere Partnerin Sophia, genau, kennengelernt oder haben sie aufgespürt. Und wir sind jetzt seit. Der griechische Philosoph Plato hat über Atlantis geschrieben und über diesen verlorenen Dialog von Plato, wie er genannt wird, auf den sind wir gerade auf der Suche. Irgendwie Genau, genau. habe ich gerade eine Sprachwurst im Kopf. Genau, wir suchen den verlorenen Dialog von Plato, genau. Und haben den Genau. Hinweis gekriegt, dass im College von unserem Freund Indy irgendeiner Büchersammlung ist dieser Dialog. Genau, in der Wortsammlung im Barnett College, wo der Indy auch angestellt ist, mehr oder weniger. Sein Freund Marcus Brody heißt er, glaube ich. Marcus auf jeden Fall. Heißt er Genau. Brody? Egal. Ja. Okay. Du, sag es einfach mal ja. Wunderbar. Okay, dann wollen wir, machen wir uns mal auf die Suche. Wir gehen erstmal zum schwarzen Brett und schauen uns das an. Was ist nur aus dir geworden, Joe DiMaggio? Okay. Wir haben die Treppe. Dann gehen wir einfach mal zur Treppe. Oh, der Stream ist bei mir gerade mega hinten dran. Okay, also ich bin jetzt gerade die Treppe Ja, hochgegangen. genau. Ja, gut, jetzt bin ich auch oben. Genau, ich habe gestern schon gesagt, eigentlich, dass das Spiel relativ linear verläuft, aber tatsächlich, dieser Dialog kann jetzt halt an verschiedenen Punkten versteckt sein. Ich glaube, es gibt da drei oder vier Möglichkeiten, dass es zufällig geskriptet wird, wo der sich versteckt. Ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, sich die Bücher anzuschauen. Definitiv, das machen wir auch der Reihe nach. Da haben wir noch Pötte. Alle gelesen. Was haben wir hier sonst noch? Wir haben einen Stuhl. Da kann ich schon mal den Hinweis geben. Den kann man verschieben. Vielleicht? Nein, aber Auch den nicht. Stuhl würde ich mir auch nochmal anschauen. Das habe ich jetzt ganz vergessen, aber da ist auch richtig. Ein alter Stuhl aus dem Hörsaal. Na gut. Bin mir relativ sicher, dass mit dem Stuhl noch Ah, irgendwas. Kaugummi. Kaugummi steht da. Ja, genau, der Kaugummi. Der, genau. Und im Intro haben wir ja schon erfahren, dieses Bücherregal, was umgefallen ist, dass. Diese Bücher kennt ihn die noch nicht. Also da unten drunter könnte vielleicht was Spannendes sich verstecken. So, dann gehen wir da nochmal hin. Wir schauen uns das an. Teil der alten Pierce-Sammlung. Okay, also wir suchen ja die Wortsammlung. Das habe ich mir gemerkt. Und das ist die Pierce-Sammlung. Also würde ich einfach mal gehe zu Seil. Ein Musterbeispiel geflochtenen Seils. Ich liebe den Humor auch in dem Spiel. Ich würde vielleicht doch mal hochgehen. Ja, geh ruhig mal hoch. So wie wir gestern besprochen haben, wenn ich ganz falsch bin oder keine Ahnung was, gerne Bescheid sagen. Wir Ja, gehen genau. zu Also, den ich werde Pfeilspitzen. Totempfahl. Potlach-Indianer haben den geschnitzt. Die Phoenix-Sammlung. Kann man natürlich nicht öffnen. Beim Regal waren wir schon. Hoch, Komma. Ja, wie kommen wir da jetzt hoch? Können wir irgendwas verschieben? Der Fußboden ist nicht glatt genug. Können wir die Lampe nochmal benutzen? Da ist doch noch Öl drin. Gute Idee, aber habe ich jetzt leider auch noch gar nicht mehr dran gedacht, aber. Aber können wir das Seil vielleicht nehmen? Nee.
Benutze Peitsche mit dem Loch. Geht wahrscheinlich auch nicht. Ich hätte gesagt, dass man den Tod im Fall verschieben kann, aber... Ja, genau, richtig. Ich kann dir schon mal sagen, wir haben... Ja, du kommst hier nicht hoch erstmal. Ah, okay. Du musst... Habe ich das leider auch vergessen, das hätte man nämlich gleich machen können. Rüber in sein Büro gehen. Und da erstmal alles mitnehmen, was nicht niedernagelfest ist. Dann machen wir das doch. Genau, weil hier kommst du jetzt nicht hoch. Runter kann ich nicht, gell? Nee, also hier glaube ich nicht direkt. Also durch das Loch kannst du nicht runter. Nee, weil hier ja auch eine Treppe eingezeichnet ist, die nach unten geht. Deswegen dachte ich. Doch, du kannst runter. Echt? Weil es wurde eine Treppe angezeigt, also benutze Treppe, aber nicht eine explizit, ob es nach oben oder nach unten geht. Das meine ich damit. Da ist die Sophia. Ärgert mich, dass der Streamer so deutlich hinten dran ist. Warum ist das so? Das war gestern nicht. Wenn ich aktualisiere, dann habe ich das aktuelle Bild wieder. Ja, wir haben aber auch, sehe ich gerade, wir haben die letzten Tage, wenn ich gestreamt habe, hatten wir, man kriegt ja im OBS so eine Meldung in unserer Streaming-Software, wie viele Frames wir verlieren quasi beim Raussenden. Und da sind es aktuell 2,4%. Das, denke ich, liegt vielleicht am Freitagabendslot, würde ich jetzt fast vermuten. Und ja. Vielleicht deswegen. Aber wir hatten immer noch die Möglichkeit, umzuswitchen, dann siehst du den Chat nicht, aber der ist momentan sowieso nicht ganz so... ganz so aktiv. Dass ich im Discord dir noch streame und dass du den aktuellen Bildschirm abgreifen kannst. Ja, wenn das kein Problem ist, dann würde ich das sogar fast machen. Weil ja. Sari kommt heute sowieso nicht, das heißt, dahingehend ist auch erstmal... Liebe Grüße. Liebe trotzdem. Grüße. Grüße gehen raus. Grüße und Liebe gehen raus. Grüße und Liebe. Jetzt muss ich was gucken. OBS net. Mit normalen Spielen geht es. Naja, ansonsten ist. Bin mir nicht sicher, ob, ja, ich bin aber nicht sicher, ob du es ein richtiger abgreifst. Siehst du das Spiel? Ja. Okay, gut, dann geht's. So, ich gehe jetzt mit der... Moment, ich sag dir, wenn ich mit der Maus auf der Sophia bin. Jetzt. Ja, genau, das ist perfekt. Ich schätze, ja, alles klar, super. Okay, wunderbar. Dann gehen wir mal zum Regal. Nichts bis auf ein paar Scherben. Dem Bereich hier ist auch nichts. Wir gehen zu dem Regal. Der Eischrank. Puh. Ein Glas, das können wir am besten mal nehmen. Mayonnaise. Motoröl. Oh. Ja. Motoröl ist doch schmierig. haben wir hier oben noch was? Nee. Haben wir hier noch eine Tür? Das ist die Garderobe da. Okay, gut. Das glaube ich gar nicht. Ah, ich komme doch irgendwie hoch, okay. Ah, Koffer haben wir noch, okay. Schau in den Koffer. Nichts Wertvolles drin, okay. Wüsstest du denn hier noch was, oder? Ehrlich gesagt, hast du das Regal, wo die Sophia steht, schon mal angeguckt? Ja, habe ich. Okay, nee, dann bist du es. Da war eine Tuck. Wie gesagt, die Betreffend Henry Jr. Genau, also hier ging es jetzt nur um die Mayonnaise, genau, und damit kommst du jetzt auch ins Oberste in den Speicher oben rein. Ja, das nervt immer, wenn du was in die Tür zu machst. Ah, wir können auch zum Automobil gehen, wir wollen es aber nicht benutzen, wir wollen ja nicht reisen. Genau, das ist. Genau. Das kannst du auch als erstes mal doch nochmal runtergehen in den Kohlenkeller. Ja, mach ich. War, glaube ich, auch noch was zu mitnehmen. Was mich wohl verwirrt hatte, weil hier steht in beiden Fällen nur Treppe, deswegen. Aber es geht da runter, ja, okay. Ich hätte jetzt Treppenaufgang nach oben oder nach unten gesehen. Wir öffnen mal nochmal den Ofen. Da waren wir ja im Ofen. Ja, genau, machen wir mal einen Ofen auf. Oh, geht sogar auf, das wusste ich gar nicht. Das ist klar, wir schauen nochmal rein. Es ist sehr heiß, machen wir lieber nochmal zu. Geh jetzt zur Kohle. Können wir da schon hoch? Nee.
Ist ja nicht mit dem Kaugummi nicht? War da nicht irgendwas? Oh, das. Stehe das am besten meine Schuhe für besseren Halt. Das klappt mit Kaugummi, Mr. Original. Hey, das klappt mit Kaugummi, alles klar. Ja, du kannst übrigens hoch, also das du musst du einfach mit dem Kaugummi da benutzen, dann kann er die. Hat er einen besseren Halt. Dunlop-Sammlung, Dunlop. Die sieht ziemlich seltsam aus. Aber auch dann Dunlops, also wir suchen ja die Wortsammlung. Ich konnte die Katze trotzdem mitnehmen. Wir gehen jetzt zum Stapel Bücher. Pierce? Ne, es war Wardensammlung. Warden. Es war definitiv die Wardensammlung. Die wir suchen. Ich glaube fast, dass wir da nochmal vielleicht hochgehen müssen oder so. Genau. Komplett hoch. Ich glaube, hier haben wir nichts mehr. Kannst du spaßeshalber die Katze mal in den Ofen halten. Ja, das wollte ich gerade fragen, weil ich mich da jetzt auch noch dran erinnert habe, dass wir die in den Ofen werfen können quasi oder so. Und dass da irgendwas passiert. Aber ich glaube, das ist eher der Lösungsweg für, wenn jetzt in der Katze genau. Oder so. Genau, der Dialog von Plato, der könnte sich in der Katze verstecken. Aber ich glaube, jetzt passiert es. Sie ist einfach nur geschmolzen, okay. Ist ja auch fürs spätere Spiel ein bisschen besser, wenn du dann wirklich ein Inventar hast mit 30 Dingen, dass du dann keine unnützen Dinge noch mitschleppst. Aber wir haben hier noch einen dreckigen Lappen. Halt, nicht benutzen. Nimm. Sehr schön, ein dreckiger Lappen. Spaßeshalber könntest du mal ausprobieren, wenn du den Ofen aufmachst und rausgehst, ob er den automatisch zumacht. Weil in manchen Spielen ist das so, wenn du bei Zack McCracken erinnere ich mich, wenn du einen Kühlschrank offen lässt und verlässt dann die Wohnung, dann dreht er nochmal automatisch rum und sagt. Ach. Und sagt dann, hör mal, was bist du für ein Energieverschwender? Nee, also in dem Spiel leider nicht. war eine Idee gewesen. Also, gibt's öfters, definitiv. So, wir benutzen wieder das Seil, um nach oben zu kommen. Wie ich noch im Stream war, hast du irgendwas mit der Speerspitze erwähnt. Hast du nicht mitgenommen? Wo war die nochmal? Die waren in dem einen Regal, aber ich konnte nichts auswählen. Ich bin extra mit dem Mauszeiger übers Regal, aber. Okay. Da war Pfeilspitze. Ich hab's doch eben gerade gelesen. Ah. Ja, okay, dann nehme ich die noch mit. Ich dachte, du meinst im Büro, da war nämlich auch irgendwas. Pfeilspitze. Sag was, die brauchen wir. Wir ziehen nochmal und wollen dann hochklettern. Ja, mega. Läuft ja wie hier. So, dann gucken wir uns die alle, die wir im Intro gesehen haben, einfach nochmal an. Ah, die alte Wortsammlung. Da haben wir sie. Wo ist ein Eck? Vielleicht hat sie sich versteckt. Asche? Da scheint noch etwas anderes in der Asche zu sein. Ein Schlüssel? Oh, ein Schlüssel. Da haben wir eine Truhe. Ich glaube, die Truhe konnten wir nicht öffnen im Intro. Ich kann den Deckel nicht heben. Ich bin ein bisschen gehypt. Oh, benutze Schlüssel mit Truhe, geht nicht. Okay. Kerzenhalter haben wir noch. Benutze Kerzenhalter. Wir wissen, dass Kerzenhalter ja immer für schade. Ziehen. Nicht bewegen, dann kann man auch nicht drücken, okay. Na gut. Da hinten haben wir noch eine Statue. Aber der Schlüssel muss ja für irgendwas gut sein. Wir können die Pfeilspitze noch mit der Truhe probieren. Nee? Weißt du's? Ehrlich gesagt auch nicht gerade. Haben wir irgendeine Truhe oder einen Koffer entdeckt, den man nicht aufschließen konnte? Nicht, dass ich wüsste. Ah, wir haben den Kobold noch. Das ist die Statue, wo ich schon war. Seltsame Statue. Persischen Heiligen. Da ist mir ja runtergefallen beim letzten Mal. Da können wir die Meldung, dass der Deckel nicht funktioniert. Ich kann den Deckel nicht heben. Brauchen wir vielleicht
Also ich hätte gedacht, dass wir die Pfeilspitze vielleicht so als Keil oder so, aber nee. Dann wüsste es gerade auch nicht, wie man weiterkommt, okay. Ich überlege gerade, haben wir irgendwo irgendwas. Haben wir das jetzt übersehen? Irgendwas, wo wir nicht aufgeschlossen haben? Ich finde es aber schön, dass wir jetzt keinen direkten Lösungsweg parat haben. Ah, servus, ja, Winkers. Kannst du die Kiste da verschieben? Aha, sehr gut. Ja, ich wusste doch. Ich wusste. Sehr gut. Teil der alten Wortsammlung. Jawohl, das ist genau die Lösung. Da ist ein Manuskript drinnen. Der verlorene Plateau, oder der Dialog von Plato. Sehr schön, Thorsten. Und ja, also hab gestern noch angekündigt, ich kann die ganzen Lösungen, ich muss es nur sehen, aber da war ich jetzt, habe ich nicht mehr gewusst. Schau an, den verlorenen Plateau, da haben wir ihn, der Hemokrates. Nun habe ich endlich Platos Dialog in voller Länge übersetzt. Das griechische Original ist verloren. So dass ich den arabischen Text nahm, den ich in einem italienischen Kloster vor einigen Jahren fand. Nun frage ich, kann dieses seltene Buch das Geheimnis von Atlantis lüften? Vielleicht nicht. Niemand wird es je veröffentlichen. Das wäre lächerlich. Um sicher zu gehen, hat Ward eine Kopie. Charles Sternhardt. Und den kennen wir schon. Wer ist der Sternhardt? War das der... der auf Horn ist? Nee, das war der Heimdall. Der Sternhardt war der in Tikal. Ach so, ja. Wie schon meinen Namen. Alles gut. Ich will dich auch nicht reinreiten. Das ist nur, um ein bisschen hier so ein Zusammenspiel zu bekommen. Hermokrates, in Schande widerrufe ich hiermit Kritias Ort und Zeit. Bei der Umsetzung ins Griechische irrte er sich um den Faktor 10. Anstelle von 3000 Meilen kann Atlantis auch 30.000 Meilen weit weg sein. Oder nur 300 Meilen von unserer Küste liegen. Ebenso kann es sein, dass das Königreich schon vor 100.000 oder erst vor 1000 Jahren unterging. Sokrates, wenn ein Königreich sich dort erhebt, wo kein Mensch es findet, würden wir nie davon hören. Die kleine Zahl müsste es also sein. Deswegen gründete Atlantis zwei Kolonien. Die kleine 240 Meilen nordwestlich der Stadt und die große 570 Meilen südöstlich. Tore des Königreichs öffneten sich nur mit der Hilfe spezieller Steine. An den Vorposten genügte ein Sonnenstein, wenn Dunkelheit die Hörner umgab. Ah ja, wir kennen ja schon den. Ist das ein Mondstein, den wir hatten? Nee, den Weltstein, der... Ah, Weltstein, okay. Den der Krüger... Ah, der heißt der Krüger? Nee, Smith. Kerner heißt er, als Deutscher. Nein? Den Weltstein hat uns der Sternhardt... Der Sternhardt, stimmt, das hat der Sternhardt. Du hast vollkommen recht. In der großen Kolonie braucht man einen Mondstein, wenn der helle Morgen die dunkle Nacht brach. Um Atlantis zu erreichen, wurde ein Weltstein hinzugenommen, wenn die aufgehende Sonne die Nacht in den Bergen vertrieb. Nur die Andersgesinnten kamen rein. Und es heißt, dass die Bewohner keine Pferde besaßen oder diese brauchten. Orichalcum, das Metall, das wie Feuer glitzert, das war ihr Ersatz. Sie gossen es in kleine Perlen und nutzen diese wie wir Münzen, zahlten Statuen, dass sie die Arbeit wie Magie taten. Als ihre Kolonien untergingen, formten diese Weise die weißen Bernstein, um damit nach dem Metall zu suchen. Doch nur das stolze Atlantis hat es bisher hervorgebracht. Mann. Sokrates, du nanntest das Reich wohlhabend, aber dies ist absurd. Als das Wasser um ihre Stadt anstieg, versuchten die Könige das Schicksal aufzuhalten. Da Sterbliche nie das Meer beherrschen würden, bauten sie einen Kolossus, der sie durch Orichalcum 10 Perlen auf einmal zu Göttern machen würde. Nur Absal war ein solcher König. Er war es, sagen die Ägypter, der Männer in den Kolossus zwang und aus ihnen Monster der Natur machte, wenn die Himmelssphären nach seinen Anweisungen gut ausgerichtet waren. Das bezweifle ich. Das sind Fabeln. Okay. Genau. Also man kann es viele Hinweise jetzt, das war jetzt erstmal alles soweit unverständlich. Oder können wir jetzt noch nichts Großes mit anfangen. Wir wissen allerdings, dass Atlantis zwei Kolonien gegründet hat. Mhm. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal rüber zu Sophia. Und kann ich übrigens, wo du gerade hier bist, noch sagen, der Dialog von Plato hätte sich auch unter dem übergebten Bücherregal verstecken können. Und mit dem roten Tuch und der Speerspitze baust du den Schraubenzieher und dann kommt man so über die... Ah, da kann man die Dinge wegmachen, gell? Die Schrauben. Genau. Ah, ja, stimmt. Und in der Katze hätte es auch noch sein können. Und der Katze hätte es auch sein können, genau. Und da ich weiß nicht, ob der Speerspitze, ob wir die nachher nochmal brauchen, deswegen war es jetzt wichtig, dass du die mitgenommen hast. Ja.
unser Dschungelfreund. Und jetzt hat Speichern übrigens. Ja, ich hätte jetzt vom Dialog nochmal speichern wollen. Kann ich jetzt noch? Oder, ja, ich sag dir, wenn es ganz wichtig ist. Ja, ich weiß. Weise mich darauf hin, gerne. Ich kann es während dem Dialog. Sehr gut. Okay, sehr gut. Auswahl Spielmodi. So. Atlantis liegt im Mittelmeer. Die Wiege der Zivilisation. Genug mit deinen Fantasien, ich rede von Fakten. Oh. Fühlst du dich wohl? Vor allem, wenn man dauernd unterbrochen wird. Alan Trottier, okay. Monte Carlo. Ah, die Algerien-Mission, okay. Ah, ja. Also, das hier sind wir an der Stelle, oder? Ich höre dich aktuell nicht, Thorsten. Ja, Entschuldigung. Ist das jetzt schon die Stelle? Ich weiß. Nein, ich glaube nicht. Ich muss jetzt, glaube ich, noch einen Dialog führen und dann kommt die Frage. Dein Schicksal vorhersagen. Wir sind gespannt. Sophia, warum? Tief in meine Augen. Unser Indie. Nicht. Halt mal still, lass es über dich ergehen. Das ist wie so ein Horoskop. Ein findiger Denker. Das sind so, wir. Jetzt kannst du nochmal speichern, glaube ich. Ich wusste nicht, dass der Dialog jetzt dazu lange ist. Also wie ich gestern schon mal gesagt habe, es gibt drei Lösungswege für das Spiel. Und die Sophia fragt jetzt halt ganz subtil. Es gibt den Teamweg, das heißt, Sophia kommt mit und macht viele Rätsel zusammen. Es gibt den Actionweg, wo es ein bisschen rustikaler zugeht. Und es gibt den Denkerweg, wo man halt viel knobeln muss. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt haben wir leider nicht viele Leute im Chat. Jetzt hätten wir mal abstimmen können. Worauf hast du mehr Lust? Ich muss sagen, Action finde ich jetzt gar nicht so spannend. Also ich kenne alle drei Wege vorhergesagt. Also ich habe als Kind alle drei Wege gespielt. Ich glaube, ich mich würde eher der Team oder der Puzzle. Ich glaube, der Puzzle-Modus würde mich am meisten reizen. Okay, ich erinnere mich, der Action-Weg war halt, wie gesagt, naja,
Action halt. Der Puzzleweg war ein bisschen verstaubt. Ich glaube, der lustigste war tatsächlich mit der Sophia zusammen, aber kannst du entscheiden, wie du möchtest. Ich persönlich tendiere jetzt eher, mit der Sophia zusammenzuarbeiten. Aber. Nee, dann machen wir das. Also ich kann mich auch nicht mehr so dran erinnern, wie genau das war. Dann machen wir dann den Themenweg. Du kannst Vor allem für die Zuschauer, wir dürfen die Frau nicht verlieren, Bodhi. Auf jeden Fall, auf keinen Fall. Also die muss mit. Dann lass uns gehen, also Partner. Wenn wir den Puzzleweg gemacht hätten, wären wir jetzt halt die ganze Zeit, oder ich glaube, den größten Teil der Zeit alleine unterwegs gewesen. Ja. Ich bin der Leiter der Show. Ich wollte gerade sagen. Oder? Ja. Lass uns los, dann können wir heute Nacht noch starten. Nee. Das musst du anders vorlesen. Lass uns los, dann können wir heute Nacht noch starten. Das stimmt ein bisschen subtiler. Winkes hätte Action gewollt. Lass uns los, dann können wir heute Nacht noch starten. Ich bring dich in Sphären, wo du noch nie warst. Naja, egal. Ja, ist egal, was du sagst. Ich bin der Leiter der Show. Keine dummen Ideen. Du lässt das so romantisch klingen. Die Rothaarige ist auch okay. War ja klar, dass dir das gefällt. So. Monte Carlo. So, ich kann dir ja ehrlich gesagt nicht sagen, wo wir zuerst hinreisen müssen. Ich würde mit, glaube ich, Algerien. Ist der, es gibt in diesem Spiel eine Nemesis, die ich mal hatte. Ich glaube, die würde ich jetzt heute in den Griff bekommen, aber als Kind bin ich erstmal dran verzweifelt. Das ist der Ballonflug. Ich glaube, das ist sogar in diesem Setting hier jetzt drin. Bei Algier. Aber ich glaube, da kommen wir erst noch hin. Machen wir erst Algier. Das ist eine richtig interessante. Wenn ich es noch richtig weiß. Genau, also hätten wir jetzt einen anderen Lösungsweg genommen, dann wären die Orte, die wir bereisen, wären die gleichen, allerdings mit anderen Settings. Also zum Beispiel der Messerwerfer ist, glaube ich, jetzt nur in diesem Weg vorhanden. Okay, dann. Mittler kann ich mich noch gut erinnern. Ich weiß nur, dass das noch irgendwas mit dem Fes war. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Stimmt. Wissen Sie, wo ich Omar Al-Jabbar finden kann? Der beste Kunde von dem Bettler, okay? Was machen Sie hier auf der Straße? Ich bin ein Bettler, Effendi. Oh. Okay. Weißt du, was das für ein Geschenk ist? Nee. Weiß ich nicht mehr. Also hier, also Monte Carlo kann ich mich, glaube ich, noch ganz gut erinnern. Vor allem, wenn man irgendwie, ich glaube, das ist sogar auch der Weg, wo man irgendwie Straßennamen abklappern muss oder so. Oh, ja, das habe ich wiederum gehasst. Ja, das habe ich auch gehasst. Vor allem, weil es französische Namen waren. Ja. Und ich habe es nicht kapiert, wie die Straßen angeordnet sind als Kind. Ja. Oh, das war schlimm. Achso, das hat man schon, okay. Ja, ich glaube, von dem kriegen wir jetzt auch keine neuen Informationen mehr. Okay. War jetzt nur wichtig, dass der ein Geschenk für uns hat, wenn wir ihm was zu essen geben. Also wissen wir jetzt schon, wir brauchen was zu essen. Kann man Kaugummi essen? Ich kann es ihm lustigerweise, gib's ihm mal. Würde mich jetzt überraschen, wenn da kein Gag eingebaut das wäre. Das wird nicht funktionieren. Ja, nein, okay. Gib's ihm mal. Ach, geben, ja, okay. Ich bin ja vielleicht ein Bettler. Aber auch mich wieder nicht derart verzweifelt, ich hab's doch gewusst. Ich liebe dieses Spiel. Genau, du kannst jetzt nach links gehen. Dann kommst du genau auf die andere Seite hier wieder raus. Oh, jetzt hab ich die Sophie angeklickt. Ah, Algerien. Ist halt auch immer gut, weil du kannst jetzt, ist ja, jetzt egal, aber du kannst sie immer fragen, was machen wir jetzt, und dann gibt es dir halt einen Hinweis, wenn du irgendwie den Faden verloren hast. Das wollte ich jetzt vermeiden, deswegen habe ich, weil ich noch keinen Hinweis wollte. Erstmal nette Messer, wir wollen uns erstmal einschleimen. Nette Messer. Ah ja. Aber da kennen wir doch jemanden. Seit dem kleinen Unfall.
Und von dem haben wir erfahren, er sucht eine Assistentin. Wir wiederum kennen jemanden. Ich glaube aber, sie macht es nicht freiwillig. Können wir mit dem Publikum noch interagieren? Nee, glaube ich. Ich glaube, ich weiß sogar, wie wir die hier hinkriegen. Eine glückliche Morde. Wir reden mal mit ihr. Ja, genau. Frag mal, ob sie es macht. Ich glaube aber, sie macht es nicht freiwillig. Ja, wahrscheinlich nicht. Das wirst du nicht, Jones. Ist doch ganz sicher. Das das mach mal nett, der ist heilig. Wenn du es tust, darfst du meinen Hut tragen. Du hast Angst, könnte man natürlich auch ausspielen. Nee, mach erstmal die Du bist es ist doch ganz sicher. Okay. Doch, sie macht's, okay. Ich dachte jetzt, man muss sie schubsen. Ah, nee, sie macht's doch nicht. Jetzt habe ich es leider verraten, auch was. Ups. Sorry, Buddy, hast du dich daran noch erinnert? Nee. Aber. Eine teure. Tada! Ah, wir haben Messer, okay. Cool. Beziehungsweise. Kann ich mir erinnern, was wir mit dem Messer machen. Sie gibt das Messer weiter. Ich wollte gerade sagen, die Sophie hat das Messer. Bevor ich es an dir ausprobiere. Blut verschmiert sogar noch. Das ist der Unfall vielleicht. So, in dem Laden können wir nichts machen. Doch, wir können es nicht erkennen. Wir fragen erstmal nicht nach Atlantis. Taube am Spieß. Geld haben wir halt leider keins. Da wir hier im guten alten Nordafrika sind, versuchen wir einen Tauschhandel. Eine Lederjacke. Super. Ja gut, ich glaube, da müssen wir wiederkommen. Ich glaube, wir haben nichts anderes. Lederjacke, nein. Das probiere ich nicht aus. Hut, Lederjacke und Peitsche sind heilig. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, was der nochmal wollte, aber gehen wir erstmal in den Hintergrund. Ah, der kann mir schon, ich glaube, ich weiß es schon wieder. Gehen wir aber jetzt erstmal zum. Ich weiß nicht, ob das in diesem Weg ist, aber irgendwie gibt es ein. Ah, die Maske, da war auch noch irgendwas. Aber irgendwie gibt es so ein Face-Hut. Genau. Aber ich weiß nicht, ob das dieser Lösungsweg war. Effendi. Es ist nicht dieser Lösungsweg, weil in dem anderen Lösungsweg hat er einen weißen Mantel an und diesen roten Hut auf. Ah, okay. Vielleicht auch nicht. Ich habe einen Doktortitel. Sollen wir ihm mal verlorenen Dialog geben? Das kannst du mal probieren. Ich guck mir gerade noch die Umgebung ein bisschen an. Kannst du mal gucken, ob du die Maske nehmen kannst, aber die will er wahrscheinlich auch was für haben. Sieht wieder Geist aus von Nur Absal. Oder wie der heißt? Nur Absal, ja.
Hat das nicht gesehen? Aber zufällig den richtigen Moment erwischt, wo er sich gerade umgedreht hat. Ja, es sah gerade so aus. Also, das wundert mich jetzt, dass er... Ah, wie viel soll die Maske kosten? Wir sind so fair. Ach, ja, nee, ich glaube, wenn wir einfach gegangen wären, hätte er gesagt, hey, warten Sie, wollen Sie das nicht bezahlen? Hat schon einige Stammkunden, also kriegen es einfach so mit, okay. Krass. Okay. Dann haben wir jetzt die Maske. Sollen wir die versuchen beim... Ja? Geben wir mal den Dialog und gucken, ob er das als Beweis akzeptiert. Nein, danke. Okay. Kein Bücherfreund. Kann ich nicht verstehen. Ach, nee, Riesenpötte? Poster. Trinkt Elliots Rosenwasser in Arabisch. Indikan Arabisch. Sehr schön. Natürlich. Nee, dann gibt's ja nichts mehr zu holen. Ich weiß, was wir mit der Maske zu tun haben, aber... Ich hätte es beim Händler nochmal probiert, sie einzutauschen. Es sei denn, du sagst, es ist... Hoffnungslos. Probier's gerne aus, aber ich glaube. Nee, dann... Messerwerfer ist vielleicht auch durch. Gehen wir nochmal auf die andere kannst Seite. Kannst du noch ganz nach links? Kommst du erst da noch weiter? Weil da, in einem anderen Lösungsweg konntest du so durch die Stadt laufen. Ja, Straßen der Großstadt. Du hast vollkommen recht. Nee. Wir verlaufen uns nur. Genau. Das ist halt in dem Lösungsweg jetzt halt nicht wichtig. Ja, okay, dann haben wir, glaube ich, hier alles abgegriffen, was möglich ist. Ah, du kannst noch kurz die Treppe hochgehen, rechts. Ganz rechts. Ich glaube, da oben gibt es jetzt erstmal auch nichts zu holen, aber vielleicht, die wir dauernd hin und her reisen müssen, schauen wir es uns auf jeden Fall schon mal an, was da oben ist. Da ist nämlich dein Ballon. Hallo da. Ich brauche eine Karte, okay. Wenn nicht, dann nicht. Genau. Also gut, hier gibt's auch nichts, dann kannst du gleich wieder runtergehen. Okay. Ja, meinst du dann, dass wir hier erstmal nichts haben, oder? Willst du hier schon direkt nach Monaco, oder? Ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr zu tun erstmal. Wir haben auch nichts zum Essen, okay. Wir brauchen was zu essen, den kriegen wir von dem Händler da, der will aber auch irgendwas haben. Dann gehen wir nach Monaco. Der andere, der Typ hinten, der will irgendeinen Beweis, dass wir Experte sind. Und ich glaube, er will den Stein sehen, also irgendeinen von diesen... ich weiß nicht, welchen Stein wir jetzt als erstes kriegen, aber ich... Da sind wir. Seit wann ist Monte Carlo die verlorene Stadt? Die ist so trocken. Wie sieht er denn aus? Einmal mit Profis. Du Sau! Na gut. Eine Seance? Okay. Kannst du mal gucken, ob du das Zimmer... Ah, da ist er übrigens. Kannst du mal gucken, ob du jetzt in der Zimmer kannst, weil ich glaube, du wirst zu hoch. Okay, nee. Ah, doch. Ich hab's doch gewusst. Hat sich hübsch gemacht? Ich glaube, wir können auch nichts mehr machen. Gehen wir jetzt wieder direkt raus? Nee, wir können nicht. Nee, jetzt kannst du, genau, jetzt nehmen wir alles mal alles wieder mit. Ich glaube, den brauchen wir wahrscheinlich bei der Seance, um irgendwas darzustellen. Genau. So,
Oh ja, gut, das Laken war jetzt noch wichtig, Schrank? Aber gut. Ah, Schrank, genau. Taschenlampe? Sehr gut. Ah, Taschenlampe, Lappen, Laken und Sicherungskasten. Das schreit ja nach einer Sios. Und die Maske haben wir auch noch. Und die Maske haben wir auch noch. Genau, sehr schön. Aber jetzt suchen wir den Typ halt. Wir wissen, dass der gerne spazieren geht. Oh. Und das ist also einer dieser wuselnden Typen, die da rumrennen, die müssen es sein. Ja, du hast ja vorhin gesagt, ich hätte ihn aber auch erkannt. Ja, die haben nichts. Bist du jetzt einfach mal so frech? Vielleicht. Ich stelle mich erstmal ganz locker vor. Jones, Jones, Jones. Ich glaube, ich habe von Ihnen gehört. Der berühmte Archäologe. Hip, der größte Abenteurer der Welt, das bin ich. Und dann Irana noch dazu. Oh nein. Oh nein. Quatsch ihn nochmal an. Jetzt müssen wir warten, bis er wieder auftaucht. Kannst du unterwegs mal mitnehmen. Dann kommt er gleich wieder. Ich entschuldige mich. Können wir eben. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Können wir ihm den verlorenen Blatthorn vielleicht geben? Na, das ist fast schon wieder weg. Oh, jetzt haben wir den verärgert. Ich wusste gar nicht, dass das geht überhaupt. Es kann sein, dass du jetzt vielleicht. Also irgendwie, ich krieg's nicht hin, dass ich ihm den Dialog gebe. Aber hier kann ich jetzt auch nichts mehr aufwählen, haben wir schon alles gemacht. Okay. Wir gehen mal zu den Straßen der Großstadt. Kann man, glaube ich, nicht. Nichts Interessantes. Wir haben ein Taxi, aber das ist wahrscheinlich nur, dass wir zum Flughafen kommen. Einfach mal spaßeshalber nach Algerien noch mal fliegen und dann wieder zurück. Ob dann der Dialog wieder vorne losgeht. Ich gehe nicht ohne Sophia. Okay. Ich kann nicht anklicken, es geht nicht. Es geht nicht. Tja, dann müsstest du nochmal mit Sophia sprechen. Alter. Auf jeden Fall sagen, dass du ihn gefunden hast. Mhm. Ah ja. Okay. Ja, dann probieren wir das. Ich bin nicht kurz erschrocken, das ist doch. Das bin doch das Spiel. Ah, ich erinnere mich aber auch wieder dran, also das ist ganz. Manchmal braucht man die Sophie halt doch. Ja, ich dachte, man muss noch Sophia erwähnen, aber. Ja. Ja, kommt ja wieder nicht. Ich mag die Musik. Nice. Sagten Sie nur Absal? Ist er Zeit gefordert? Ist er Zeit gefordert? Zum Überdenken. So, jetzt quatsch ihn nochmal an. Ich helfe Ihnen aber erst. Ah ja, okay. Wann wurden die vielen Monster geschaffen?
Ich glaube, es hat was mit den Himmelssphären zu tun. Das haben wir den Dialog so gut gelesen? Ich habe extra vorgelesen, hast du aufgepasst? Ja, ich überlege gerade, ja. Das ist ehrlich gesagt nicht mehr. Exzellent! Exzellent. Ich bin sicher, dass wir sie meine Geheimnisse stehlen. Ah, Spie. Mensch, was ist denn jetzt los? Komm doch einfach mit, du Penner. Verstanden? Verstanden? Schon wieder Zeit zum Überdenken. Können wir nochmal ansprechen? Dann müssen wir nochmal zu Sophia gehen. Show ist fantastisch. Nee, irgendwas fehlt noch. Da sprechen wir erst nochmal mit der Sophia. Haben wir in dem Zimmer alles mitgenommen? Haben wir eigentlich? Wir können mal durchgehen, aber okay, das ist. Sicherungskasten noch auf. Stromunterbrecher. Das brauchen wir später. Ich glaube, man muss damit was Licht ausmachen wahrscheinlich. Ansonsten habe ich aber nichts mehr. Nee. Können wir ihm noch irgendwas geben? Vielleicht funktioniert. Nee, es geht ja auch so. Das ist echt eine gute Frage. Ich nehme mal an, er kommt erst mit, oder kommt besser von mir aus nochmal, aber er kommt erst mit, wenn wir alle Gegenstände haben, die wir brauchen für unsere Show, die wir dem bieten wollen. Ich wüsste jetzt aber nicht, was fehlt. Ich mache mal die dritte Aussage, die wir noch nicht benutzt haben. Okay, das ist schon mal gut. Oh, Gott sei Dank. Okay, warum ist das jetzt gleich mitgekommen? Das habe ich jetzt kapiert. Ja, wir haben jetzt einfach nur die Auswahlmöglichkeit gegeben, dass er seine Zukunft geweissagt bekommt. Während ich ihn einführe. Ist ja höchst angetan. So. Ziehen vielleicht? Schön, dass die Schrift jetzt auch grau ist. Im Dunkeln. Nein! Okay, wie kann ich Sachen kombinieren? Jetzt halt auch was mit Lagen. Geht's glaube ich los. Ah, jetzt habe ich die Geisterverkleidung. Ich benutze die Maske. Ja, jetzt richtig geil.
Gruselstimmung. Yeah! Als Indie hätte ich jetzt so gesagt, ich bin nicht Indie, ich bin nur Absal. Super, jetzt haben wir den Sonnenstein. Ah, jetzt kommt er weiter, genau. Jetzt sind wir hier durch. Mhm. Wunderbar. Oh. Und das nervt mich so brutal, weil die hätte man auch gut gebrauchen können im späteren Spiel, glaube ich. Okay. Ach. Alles klar. Oder du mit deinen Türen immer. Was ist da los? Die, man muss rechts klicken, mal links, weißt du? Alles klaut der Typ und dann die Taschenlampe lässt den Hotel zurück. Aber echt, ja, ja, ja. So, würde ich sagen, gehen wir gleich hin zum Händler. Wir haben ja gehört, dass die zwei da immer Geschäfte miteinander gemacht haben, das heißt, die Steinscheibe wieder erkennen. Mhm. Dann wird er hoffentlich schon gesprächsbereit sein. Wunderbar. Ja, köstlich animiert. Ein Sonnenstein, wenn mich nicht alles täuscht. Dr. Jones. Ja gut, wir haben uns vorhin vorgestellt, oder? Stimmt. Dann sind Sie Al-Jabba. Die Lumpen. Eine grobe Karte, okay. Wir gehen. Gut, wir geben auf. Spiel vorbei. Dann soll Allahs Wille geschehen. Ah, wir kriegen sogar direkt die Kamele, okay. Ja, cool. Okay, das hat mich jetzt überrascht, dass er so billig kostenlos zielt. 1 Minute später. Ich weiß schon, was passiert ist. Sind die Deutschen da bei ihm, oder? Einige Stunden später? Ich bin verwirrt. Sind verreckt, okay? Ja.
Die letzten beiden Kamele. Die Maske? Warum fragen Sie? Baseball, naja. Lou Gehrig, ist es irgendwie eine Anspielung? Mir sagt's nichts. Nee, mir sagt's auch nichts. Ja, stimmt. Der bietet uns jetzt, glaube ich, andauernd irgendwas an und das tauschen wir beim Lebensmittelhändler ein. Ich bin mir aber, ich weiß es nicht mehr, was der Lebensmittelhändler will. Gucken, was er jetzt anbietet. Du Puppe. Vielleicht ist es auch wieder unterschiedlich. Sollen wir vielleicht erstmal beim Händler nachfragen? Nee, frag doch mal, was er noch anbietet. Könnte es auch sein. Kipling? Kennst du den? Rudyard Kipling? Ist der Autor meines Wissens von Dschungelbuch. Ah, cool. Ich glaube, ich würde eher... Mal. Ja, nochmal? Noch einmal fragen und dann würde ich das, was er jetzt anbietet, würde ich nehmen. Gelben Jojo? Ja, gehen wir mit gelben Jojo. Das nehmen wir, ja? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Sonnenstein für eine Taube. Spiel um. Ah ja. Ja, stimmt, der Jojo war es. Ich bin mir nicht, es gibt glaube ich keine Hinweise, was er will. Okay. Wir hätten jetzt die ganze Zeit, also wir hätten den Jojo wieder zurücktauschen können und dann was anderes mitnehmen können. Das Spielchen hätten wir jetzt eine halbe Stunde machen müssen und dann, oder okay. 10 Minuten machen müssen und dann. Ja, Taube am Spieß, die ist offensichtlich für den Bettler. Danke sehr, Effendi. Der Bettler gibt uns jetzt unser Geschenk. Eine Ballonfahrkarte, meine Nemesis. Fahrkarte. Und dann. Wobei, ich habe das, glaube ich, als Kind einfach die Steuerung nicht kapiert oder erst nicht kapiert. Irgendwann hatte ich es dann doch aus. Das ist ein bisschen komisch. Ja, du musst, ja, das ist kompliziert. Du musst ja, je nach Höhe weht der Wind irgendwie. Ja, ja. Wenn nicht, dann nicht. Karte. Ups, gib Ballonfahrkarte an Ballonbesitzer. Jetzt haben wir nur eine Karte für zwei. Heute gehört der Himmel euch, Effendi. Ach, da haben wir jetzt Messer. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was das mit dem Messer zu tun hat. Wir sind frei! Wir sind frei! Okay. Also, wir hätten uns die Karte vielleicht angucken sollen, ne? Hätten wir das vielleicht noch machen sollen? Hätten wir vielleicht, wäre eine Idee gewesen. Zurückfliegen würde ich. Ah, du kannst landen. Aber flieg erstmal ein bisschen. Hier seht ihr das Algerien. Das schöne Algerien. Lande mal bei so einem Camp da. Nomadencamp. Ups. Thank you.
jetzt gar. Ich glaube, die geben uns keine Informationen, aber du kannst dir jetzt mal die Karte angucken. Ja, aber ich will doch das X angucken. Öffne Karte. Ja, nee, okay, dann flieg einfach mal weiter. Ich glaube, es war so, oder kannst mit dem mal noch mal reden, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der irgendwas sagt. Ich glaube, so hättest du ohne die Karte, wenn du ohne die Karte gestartet wärst, dann hättest du jetzt da rumfliegen können. Ich zeige ihm die Karte. Ah, genau, stimmt, so war's. Sehr gut. Das X ist, und jetzt sagt er uns, wo es ist. Ein wenig im Süden. Ja, stimmt, okay. So war Süden und das, Osten, genau. okay. Ein wenig im Süden, ein wenig im Osten, okay. Stimmt, die geben uns, die sagen uns, die lesen die Karte für uns. Genau, so war das. Ach nee, jetzt redest du mit der Sophia. Vergiss es. Ist auch gut. Hey Sophia. Ja, was ist? Vergiss es. Okay. So, gehen wir noch ein bisschen nach Südosten. Sollen wir das Camp oder so? Wir gucken erstmal, Nee, was da nee, noch. flieg einfach Südosten. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon da. Nee, sind wir nicht da. Dann lande bei dem Camp da oben. Oben das? Das, naja. Das habe ich jetzt einfach nur so gesagt, weil ich keine Lust habe zu warten, bis du da runtergeflogen bist. Der müsste uns jetzt schon sagen, dass wir ganz nah sind, ganz dicht. Im Norden. Und? Okay, wir sind ein bisschen zu weit südlich geflogen. Als Wir Kind sind doch bin ich jetzt noch. halt. Was? Wir sind doch jetzt noch einmal runtergeflogen, also schickt ihr uns jetzt wieder nach Norden, aber okay. Ja, was musst du sagen Als als Kind Kind noch? hatte ich Probleme damit, quasi die Steuerung. Guck mal, das da vielleicht. Aber das ist jetzt nicht viel weiter südlich als das andere. Nee, was hast du gesagt? Nach Norden und nach Osten. Ich würde noch eins nach rechts fliegen und da nochmal landen. Okay. Weil hier wäre eine Oase. Ich hätte jetzt gedacht, dass eine Oase vielleicht auch. Aber gut, ich vertraue dir. Also erstmal spaßeshalber landen, aber da ist dann auch wieder so ein Kamelreiter und da ist halt die Location ein bisschen anders. Hier geht's nicht Ah, lang. nee, okay, ist Feierabend, dann lande doch mal da. Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass Ballonfahren so einfach ist, hätte ich das schon früher gemacht in meinem Leben. Schauen wir mal. Ah ja, jetzt ist die, sie sind sehr nah an diesem Ort. Das war's auch schon. Das X ist jetzt eingeblendet? Ja, ist es. Oh. Mist. Es war zu spät. Punkt, genau. Was war das? Peng, peng. Oh. Hab schon bessere Landungen erlebt.
Er da auch. So, können wir mit dem Ballon noch was machen? Scheinbar nicht. Nee, die wüsste aber mal nicht. Jetzt sich zu mir hindreht, völlig vorwurfsvoll. Ja, vergiss es. Sagt man das mit der vierten, wenn jemand mit der vierten Wand spricht? Wie sagt man das im Filmjargon? Ich glaube, das ist es sogar, oder? Ah, oh, da kann ich mich auch noch gut erinnern. Also nicht gut, aber da kann ich mich auch erinnern. Es gibt Zündkerzen im Auto, glaube ich. Ja, genau. Die strahlt auch, die glitzert schon so irgendwie, da weiß man schon, da ist sie. Nein! Oh, sie klemmt fest. Wieso klemmt sie fest? Schade. Wo ist die Speerspitze eigentlich hin? Mit der habe ich nichts gemacht. Aber wir können hier Benzin auch abzapfen. Irgendwas war da noch. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie genau. Das klappt ja, so nicht. Okay. Auf jeden Fall den Schlauch. Der Schlauch und den Krug brauchen wir. Ja. Und ich frage mich, wo ist die Speerspitze? Ja, die ist einfach weg. Also, wir haben gewisse Sachen verloren auf dem Weg. Also, die einfach raus aus dem Inventar sind. Was fehlt noch? Ist noch was weg? Taschenlampe, Maske, Laken. Ja, die Taschenlampe, die Maske haben wir eingetauscht. Das Laken hat er auch. Das hat er auch im Hotel gelassen. Ja, auf jeden Fall gut. Dann geh halt mal. Geh halt mal die Leiter da runter. Ich will mir erst die Zelte angucken. Hier kommt die Zelte an. Ich komm, ja, währenddessen gehe ich aufs Klo. Kannst du gerne machen, wenn du musst. Nee, muss ich nicht, aber die Zelte sind absolut uninteressant. So kann ich dir schon was spoilern. Thorsten! Ich kann dir jetzt mal sagen, das hat mich so brutal genervt. Taschenlampe. Lässt der Idiot die Taschenlampe zurück und jetzt hat er mir hier die Scheiße. Ich weiß aber, dass hier irgendwo ein Gerät steht. Metallding. Berühre Metallding. Ach, der Generator, ich muss aber erst Benzin reinfüllen. Genau, und ich glaube, du brauchst auch die Zündkerze dafür. Das heißt, du musst jetzt erstmal im Dunkeln hier rumwurschteln und alles Mögliche einsammeln. Finde ich aber auch schön, dass es jetzt nicht mehr Schau heißt, sondern jetzt heißt es Berühre. Ja, ist einfach richtig geil gemacht. Ich liebe dieses Spiel. Also den Tonding wissen wir jetzt schon, also das brauchen wir fürs Benzin. Ich glaube, du brauchst noch einen Schlauch und den müsste es aber auch hier irgendwo sein. Ah, Schalter. Den können wir noch. Also, wir wissen, dass nichts passiert, aber irgendwo war hier ein Schalter. Wir haben noch eine Metallkappe. Tankklappe öffnen. Benzin. Da geht das Benzin rein, okay. Nein, nicht. Wo ist der Schalter? Wahrscheinlich fehlt Benzin. So, scharfes Holzding. Dann nehmen wir den Speer. Schiffsrippe. Röhrenförmiges Ding. Ja, das ist der Schlauch. Oder eine schlafende Schlange. Wir kennen Indy und seine Schlangen. Ich nehme das auf. Ja, nimm das. Schon gerade gedacht. So, wie kriegen wir die Zündkerze aus dem Ding raus? Oh, das haben wir noch nicht, stimmt. So, jetzt machen wir erstmal Benzin, dann können wir ja auf jeden Fall schon mal kurz überlegen, wie das mit den Zündkerzen nochmal ging. Vielleicht brauchen wir sie auch gar nicht. Oder brauchen sie erst später. Benzingefüllter Becher, den Schlauch würde ich wieder mitnehmen.
Eine Kerze fehlt. Ach, so rum. Dann ist es andersrum. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder runter, machen Licht. Und dann können wir, glaube ich, aus dem Generator die Zündkerze klauen. Und dann mit dem Auto, wenn wir hier fertig sind mit dem Auto, fahren wir dann weg, wenn noch genug Benzin drin ist. Okay. Also hier auf jeden Fall erstmal Licht machen. Weiß ich jetzt gar nicht, was wir hier finden. Wo ist der Stutzen? Da rein. Drücke. Ihr habt doch den Knopf schon gefunden. Und es ward Licht. Wir gehen zum Gemälde. Weil wir so gute Archäologen sind, benutzen wir die Schiffsrippe mit dem Gemälde. Okay, schade. Ja, irgendwas war da, dachte ich. Ah, brüchige Wand vielleicht. Das Messer haben wir jetzt auch nicht mehr, gell? Haben wir eingesetzt oder haben wir es? Ach, guck mal, wir. Nee, Haben wir mal. eingesetzt. Er ist Nee. besser als Fehler. Ja, stimmt. Karte von Kreta mit einem Loch in der Mitte. Haben wir? Kreta ist einer der Außenposten, glaube ich. Ja, weiß ich noch. Also steht hier nicht explizit drin, aber. War es nicht die erste Klammer? Bitte? War das nicht die erste Klammer? Nee, also jetzt die obere, jetzt ein bisschen rechts, genau die, guck mal. Okay, das war hier mit dem Faktor. Das ist nur Faktor. Genau, dann gehen wir mal jetzt weiter. Gründerland ist zwei Kolonien, die kleine Kolonie in südwestlich der Stadt, die große, ich meine, südöstlich. Spezielle Steine. An den Vorposten genügt ein Sonnenstein, den haben Ah. wir. Moment, was ist der Stand da jetzt? Sorry, ich gehe nochmal zurück. An den Vorposten genügt ein Sonnenstein, wenn Dunkelheit die Hörner umgab. Das ist wichtig. Merken wir uns. Merken wir uns. Und der Rest ist erstmal egal, oder? Ja, der Rest ist dann erstmal egal, genau. Genau, also wir sind offensichtlich, das wissen wir ja schon, dass das hier einer der Vorposten ist. Ich habe den Stift in ein Loch getan. Aber ich weiß es nicht weiter. Jetzt legst du den Sonnenstein, das ist ja der Schlüssel. Ah, Sonnenstein legst du jetzt halt da drauf, genau. Jetzt kannst du es anschauen, genau. Und jetzt kannst du so einen Kombinationsschuss wenn setzen. Dunkelheit die Hörner umgab. Wir haben untergehende Sonne, wir haben die Mittagssonne, die aufgehende Sonne und Nacht und wir drücken den Stift. Warum nimmt er nicht das Handy, liest, schreibt Herr Winkes. Tja, verstehe ich auch nicht. 39 spielt das Ganze. 1939. Oh, woher weiß er das? Habe ich nachgegoogelt. Verteiler, was war das? Was haben wir noch? Bernstein Fisch an einem Faden. Sehen kann ich auch. Ich hab dich wieder gefunden, du undankbares Stück. Los geht's. Was wir auf jeden Fall als erstes wieder machen, ist, wir nehmen den Sonnenstein. Brauchen wir den Stift? Im Zweifel immer mitnehmen. Ich glaube, wir brauchen Hätten wir nochmal nicht. reingekonnt ins. Ich glaube aber, da ist nichts mehr drin. Hoffe ich jetzt mal. Das andere Wandgemälde sieht so interessant aus. Ja, gehen wir auch nochmal hin. Nein, lass ihn das. Nein, nicht nehmen. Weil das Licht dann ausgeht. Dann ist Feierabend, nämlich, genau. Ich dachte, da wäre irgendwas mit der Schiffs.
fort nach Kreta, sagt sie. Und guck mal, die zwei Frauen da, die konzentrieren sich da auf so einen Punkt. Rund des Objekts, genau. Sollen wir nochmal den Sonnenstein anlegen? Drück mal den Punkt. Ah. Ich wusste es doch. Aber ist nichts drin. Ist das ein anderer Lösungsweg vielleicht? Ist ein anderer Lösungsweg, ja. Okay, nee, dann ist das offensichtlich. Ah ja, okay, gut. Och, das nervt auch immer so ein bisschen. Drücke, Schalter, neben Zündkerze. Muss man doch ein Keramikding, wir wissen es doch, was es ist. Ich bin jetzt überrascht, dass die den Fisch gefunden hat und uns einfach gegeben hat, weil ich wusste, in einem anderen Lösungsweg ist das... Muss man sich denn selbst basteln irgendwie? Ich weiß schon gar nicht mehr, was man damit... Ja, stimmt. Ich weiß aber gar nicht mehr, was man damit macht. Auf Kreta vielleicht dann. Passt perfekt. Kaum zu glauben. Was ist denn mit das andere? Der Verteiler-Dingsbums da? Verteiler, hätte ich das noch gebraucht? Ich glaube, die muss da auch noch rein. Oder? Sie passt. Ja, gut, sie passt. Sorry, ich bin technisch mit Autos nicht so bewandert. Lass uns eine Passage nach Kreta buchen, Sophia. Wunderbar. Ich liebe auch diese roten Linien bei der Reise von... Ja, liebe ich so von den Filmen schon. Ja. So, wir kommen auf Kreta. Ja, laut dem verlorenen Dialog von Plato, der große Außenposten der Atlantianer. Das ist genau die Größe der Steinscheiben. Das ist ja also mysteriös. Offensichtlich ist das zweite Schloss, wenn ich aber den Dialog jetzt noch richtig im Kopf habe. Also, wir gehen auf Nummer sicher. Wir müssen erstmal die Kombination erst gucken, aber ich glaube, wir brauchen jetzt hier schon den zweiten Stein sogar. Ach so. Zwei Kanonien, Vorposten, genügt... An den Vorposten genügte ein Sonnenstein. In der großen Kolonie braucht man einen Mondstein, wenn der helle Morgen die dunkle Nacht brach. Also okay, brauchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal noch den zweiten Stein. Das heißt, wir kommen hier erstmal nicht weiter, oder was? Nee. Okay. Sind wir umsonst nach Kreta oder kommen wir noch irgendwo hin? Müssen ja, guck mal, ich glaube links geht's noch in den Dschungel irgendwie. Ich glaube, es war ein anderer Lösungsweg. Irgendwo musstest du ja noch dann... Geht zu Weg? Hä? Ah, jetzt geht er runter, okay. Musst du noch irgendwie sowas kartografieren, gell? Ja, ja. Das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Ah, das ist aber hier sogar. Ich erinnere mich. Ist hier sogar? Oh, okay. Dann gehen wir erstmal zu dem Eingang hier. Da muss ich auch keine Türen öffnen. Das ist ein Haufen Geröll. Können wir den Geröll mitnehmen? Nein. Das hat mich auch genervt, jetzt in alle Bunker reinzugehen und dann festzustellen, ist nichts drin. Ich bin mir aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr sicher, ob man überhaupt irgendwas findet, ob irgendwas. Aber ich bin sicherheitshalber. Hier halt mal in alle rein. Da kann ich gar nicht rein, also da wird mir nichts angezeigt zumindest. Achso, okay, dann. Also besser. Ich laufe jetzt einfach mal nach hinten. Schauen wir mal, was passiert. Das ist sehr weitläufig, das Gelände, wie ihr seht. Da haben wir nochmal einen Eingang. Ah, jetzt kann ich auch den Eingang benutzen, glaube ich. Sie erhalten nur Luft. Enthalten nur Luft. Also, wieder raus. Ja, jetzt kann ich doch den Eingang benutzen, okay. Da ist gar nichts drin. Toll.
kann es dir echt nicht sagen, ob wir in irgendeinem Bunker was finden. Oder ob das jetzt Zeitverschwendung ist, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das sind Hörner? Ach, das ist wichtig. Der Schwanz eines Ochsen, Kopfhörner und Schwanz eines Ochsen. Okay, Steinscheibe, Hörner unten, links Kopf, rechts Schwanz. Ja, okay, gut, haben wir uns gemerkt. Ach Mist, ich hab's ja schon wieder sie angeklickt. Wenn wir sie schon angeklickt haben, dann fragen wir sie auch nach ihrer Meinung. Eine Schatzkarte. Glaubst du, die Nazis waren schon hier? Gut, dann haben wir noch die großen Hörner. Okay. Wir haben noch ein paar Eingänge, Thorsten. Hast du die alle durchgehen? Ich glaube, wichtig ist dieses Wandgemälde gewesen. Ach Mist, das hätte man gleich mitnehmen können. Was denn? Das Vermessungsgerät, glaube ich, das steht da oben. Ich guck mal, kommt aber nicht hin. Ja, du musst da jetzt wieder an das Außen rumlaufen. Klick einfach mal drauf oder vor das Vermessungsding. Ob er automatisch hinläuft. Nee, nee. Einfach da. Wenn ich auf NIM gehe, er geht nicht hin. Ja, nee, da war ja so diese kleine Hängebrücke. Die hätten wir gehen müssen, aber. Okay, ich erinnere mich. Aber noch Steine? Immer verdächtig, wenn da Steine liegen. Da lag auch Geröll und ich konnte nichts damit machen. Na gut. Drücke mal. Gibst du schnell auf. Du hast vollkommen recht. Sie bewegen sich nicht. Ich ziehe auch gern noch. Nee, irgendwas war aber mit den Steinen. Aber vielleicht auch nicht unbedingt der Lösungsweg. Haben auch an dem Wandgemälde halt gesehen, die Hörner haben wir, jetzt brauchen wir wir suchen also praktisch jetzt den Schwanz und den, weißt du was andere? Die Schnauze? Hörner. Hörner, Schwanz und... Ja. Was war's noch? Jetzt schwören können, dass diese Steine auch wichtig sind. Ah ja, gut, hol erstmal das Vermessungsgerät. Sophia dackelt uns fleißig tapfer hinterher. Und sie sagt, wir würden uns ohne sie verirren. Ja, ja. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, du musst da irgendwie mit ihr zusammenarbeiten für das Rätsel. Aber... Ja, vielleicht, dass sie sich irgendwo hinstellt. Ich wüsste auch nicht, wo ich mich hinstellen... Guck nochmal, ob das Schwarze da unten... Genau, okay, nee, ist nichts mehr. Okay, alles klar. Ja, dann haben wir jetzt den ganzen Weg, sind wir jetzt gegangen, um das Vermessungsding mitzunehmen. Und jetzt wieder zurück. Da bin ich ja mal gespannt. Wir suchen jetzt auf jeden Fall den Schwanz und die Schnauze oder was das auch immer war. Ja. Das muss man diesem Geröll irgendwie was zu tun haben. Ja, gehen nochmal hin. Wir gucken und untersuchen das jetzt mal. Da drücken konnte ich halt nichts.
haben wir noch Steine? Ah, noch mehr Steine. Gut, dann gucken wir uns die mal an. Bewegen sich halt auch nicht. Aber das sind genau diese zwei Punkte, wo die... Aber gut. Genau, gehen wir mit der Maus ab und auch irgendwo irgendwas ist. Steine. Ah, noch mehr Steine. Okay, dann versuchen wir jetzt die ganzen Steine. Noch viele Steine. Halt, drücke Sophia. Drücke Steine. Sophia, komm her, ich drück dich mal. Das ist eine Statue. Ja, mega geil. Achso, ich muss auch nehmen. Die kann ich nicht mitnehmen, aber es ist eine Ochsenkopfstatue. Ja, cool. Benutze Sophia. Das geht nicht, nein. Das geht nicht. Da gehen wir mal zu anderen Steinen. Jetzt brauchen wir den Schwanz noch, hä? Ja, auf jeden Fall. Steine sind lose. Noch eine Statue. Ochsen, eine Statue. Schwanz, okay, Statue. Dann hab ich. Und jetzt weiß ich aber bloß nicht, wo wir eine Stelle für den... wo wir uns hinstellen müssen. Das weiß ich jetzt nicht mehr, wo wir uns hinstellen müssen. Wir haben... Was hatten wir? Wir hatten links unten... Hat geklappt. Oder konnte ich jetzt überall hinstellen? Hey, Süße! Das sind die Hörner, aber ich glaube, es ist nicht richtig einfach. Ich sehe eine Tür. Habe ich jetzt auch... Nee, das war schon richtig. Du hast ja auf dem Wandgemälde gesehen, dass du praktisch mit den... Wenn du über in Verlängerung mit dem Horn, mit den Hörnern peilst, dass du dann das mit beiden Dingern machst, dann hast du einen Schnittpunkt irgendwann. Ach so. Aber ich muss ihn wieder mitnehmen und vom Ochsen. Ja, hast du das richtig gemacht? Du hast das nicht richtig gemacht. Weiß ich nicht. Du hast das nicht richtig gemacht. Ich bin gerade überfordert. Ich sehe jetzt, ich bin zwischen den beiden Hörnern. Ja, du kannst mit den zwei, mit den äußeren Dingern, kannst, genau, und mit den inneren kannst du noch fein justieren. Und du musst jetzt genau das, genau. Sehe das rechte Horn. Ah. So. Genau. Das mache ich jetzt mit dem linken Horn? Nein, das machst du jetzt mit der anderen Statue. Sicher? Na gut. Das bringt jetzt nichts mehr, mach's gerne, aber... Ich bin da nicht mehr so drin wie du, lieber Original. Auch wieder das rechte Horn oder das linke jetzt? Nee, jetzt das linke. Die Kante, nicht die. Okay. Ja, doch, war doch richtig. So, jetzt haben wir einen Schnittpunkt und wie wir aus Indiana Jones wissen, das X markiert den Punkt. Noch nie in der Geschichte hat ein X an irgendeinem Ort eine bedeutende Stelle markiert. Diese Stelle im Film, die ist so geil. So. Ja, super, und jetzt? Jetzt graben wir da. Genau, das hätte ich jetzt auch vermutet. Ich bin mir sicher, ob wir einen Spaten vergessen haben. Steinscheibe! Hier ist die Steinscheibe, der Mondstein. Wunderbar. Sehr schön. Dann würde ich jetzt einfach zurücksehen zu dieser... Genau. Wo wir die Scheiben drauflegen können. Müssen wir uns aber vorher vielleicht nochmal genau durchlesen, wie wir die einsetzen. Das wollte ich gerade fragen. Hast du es dir gemerkt, wie sie stehen müssen? Ja klar. ich ehrlicherweise auch nicht. Ja, wir haben ja alles dabei. Wir wissen uns zu helfen. Ganz dumm sind wir auch nicht. Krieg mal hin. Im Team. Im Team. Da wir ja sowieso die diplomatische, die Team-Variante wählen. Oh ja, genau. Passt natürlich auch. Dann passt das auch wunderbar rein. Ich bin jetzt aber nur verwirrt.
Erstens, dass du Gegenstände aus dem Inventar verloren hast. Kann sein, dass wenn du sie nicht mehr brauchst, dass sie automatisch verschwinden, dass sie den Spieler nicht Würde ich vermuten, verlieren ja. sollen. Auf der anderen Seite hast du noch deine Ballonfahrkarte, die ja definitiv nicht mehr zu benutzen ist. Das stimmt. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Das finde ich auch komisch, dass ich glaube, früher war das nicht so. Boah, das weiß ich nicht mehr. Also Vorposten genügt ein Sonnenstein, Dunkelheit die Hörner. In den großen Kolonien braucht man einen Mondstein, wenn der helle Morgen die dunkle Nacht durchbrach. Der helle Morgen, die dunkle Nacht. Okay, der helle Morgen, die dunkle Nacht. Stelle ich das jetzt erst wieder auf Nacht? Der helle Morgen? Achso, der helle Morgen, okay. Also aufgehende Sonne, würde ich sagen, genau. Dunkle Nacht heißt dann wahrscheinlich Dingsbums Neumond. Neumond, genau. Neumond. Ich glaube, mit Restklicken drehst du es andersrum. Nee. Nee. Ist dasselbe Ding. Tja. Ich habe nichts gebracht. Ich habe was falsch gemacht. Ein Mondstein, wenn der helle Morgen die dunkle Nacht durchbrach. Der helle Morgen. Zwischen Nacht und heller Morgen vielleicht? Nee, das auf jeden Fall nicht. Ja, danke, nee, das wissen wir auch. Jetzt redet er wieder so viel. Da darf man sich auch nicht. Warum sind wir hier? Warum liegt hier Stroh? Aber neu ist, wenn die Nacht. Warum ist hier so eine Kerbe? Hat nichts zu bedeuten, glaube ich. Was ist denn das beim Sonnenstein, das linke Symbol? Ist das Nacht? Das ist die Nacht. Aber ich würde sagen, die Nacht ist hier, also ist Naja, Neumond. nee. Wenn der helle Morgen die dunkle Nacht brach. Der helle Morgen ist, kann nicht die Mittagssonne sein, meines Erachtens. Morgen ist definitiv aufgehende Sonne. Und hier weiß ich halt nicht. Außer Neumond kann ja nichts die Nacht durchbrechen. Also, wir würden ja Also jetzt kann ich. hier die Nacht darstellen mit dem Neumond. Soll ich einfach ausprobieren oder überlegen wir noch ein bisschen? Kannst jetzt alle kombinatorisch alle durchgehen. Wenn der helle Morgen. Ach Mann! Sind wir uns bei der aufgehenden Sonne sicher? Eigentlich ja, oder? Eigentlich ja. Ja, ist okay. Aber was mich verwirrt, warum kann ich die Zwischendinger anmachen? Ja, einfach, dass du ein bisschen drehen kannst. Aber das ist definitiv so nett zu verstehen, glaube ich. An den Nur die Vorposten. Andersgesinnten kamen rein. Ach, Nee. scheiße, mein. Ist es genau Ja, gut, andersrum? das ist Für genau, später, glaube ich, oder? das ist das Rätsel für Atlantis. Oder könntest du nochmal in Ruhe? Also an den Vorposten genügt der Sonnenstein, wenn Dunkelheit die Hörner umgab.
Das war ganz klar die Nacht, die die... Genau, da haben wir es ja auch gelöst. In der großen Kolonie braucht man einen Mondstein, wenn der helle Morgen die dunkle Nacht durchbrach. Oder ein Mensch. Wenn wir hier die Nacht einstellen, aber hier können hier nicht wir können hier nicht den Morgen einstellen. Geht nicht. Wir können hier eigentlich nur die Nacht einstellen, dann mit dem Mond. Der Mond ist halt nicht in irgendeiner Weise. Chat, hilf uns. Chat, hilf uns. Hier Zuschauer, einer muss es doch wissen. Also der helle Morgen ist ja nicht mehr so. Der helle Morgen. Aufgehende Sonne ist doch auf jeden Fall der Morgen ist wieder aufgehende Sonne definiert. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber ich habe jetzt alle Möglichkeiten durchprobiert. Also das alles schon durch, okay? Ja. Ich hab nicht aufgepasst, schreibt der Winkes. Doof, komm. Buschhupe. Buschhupe. Dann machst du doch was, du hast andersrum auch schon durchprobiert? Nee. Nutzlos wie immer. Bin ich gespannt. Ja, gut, das wissen wir. Wir jetzt nicht das nächste Lösungsverfahren. Danke. Wenn der helle Morgen. Also dunkle Nacht ist ja. Für mich ist das eigentlich beides eindeutig, aber die dunkle Nacht ist auf jeden Fall der Neumond. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ein Mondstein. Und die aufgehende Sonne. Das haben wir ja jetzt schon, genau, jetzt probier das einfach mal alles durch. Ja, Zwischenstellungen sind auf jeden Fall nicht richtig. Da bist du dir hundertprozentig sicher. Ja. Das ist das, was wir schon hundertmal ausprobiert haben. Oder, naja, was heißt hundertprozentig sicher? Das war halt nie bei mir der Fall. Also, das ist, kann man auch noch sagen, dieser Dialog wird immer bei zu Spielstart zufällig generiert. Also, wenn wir jetzt nochmal neu anfangen würden, dann hätten wir einen anderen Text. Wie kann der helle Morgen noch die dunkle Nacht durchbrechen? Kann der helle Morgen die dunkle Nacht. Mach doch mal alle Kombinationen durch. Ganz stupide. Ja, aber also das ist die, wo wir hier schon haben, aber die. Okay, dann. So, Nacht haben wir auch schon gehabt. Abnehmender Mond. Okay, jetzt guckst du dir nochmal an. Das ist ein Bug. Das kann nur ein Bug sein. Was haben wir jetzt oben? Ist da Nacht und abnehmender Mond. Der helle Morgen, die dunkle Nacht. Da hätte man nicht drauf kommen. Also bitte, wenn wir das auf YouTube hochladen, bitte lasst Kommentare da, wie jedes Rätsel zu verstehen ist. Ja, bitte. Und wenn das jetzt bei Atlantis genauso schlimm wird, da haben wir nämlich noch einen Stein. Aber die Steine nehme ich auf jeden Fall. Also ich muss den Kampf haben. Ich fürchte fast, wenn der Sinn nimmt, geht die Tür wieder zu. Ja, denke ich nämlich auch. Ja, okay, gut. Doch nicht. Irgendwo war es aber so. Ja, ja. Hätte ich es auch vermutet. Ah, okay. Ich erinnere mich ganz dunkel wieder. Ist wahr. Glaubt auch die Art. Okay. Ich glaube, ich würde an dieser Stelle aber wieder unterbrechen wollen. Ja. Wir haben einen ganz guten Cliffhanger jetzt. Gut, dann speichern wir. Wir speichern mit Labyrinth. Greta. Ja, damit danke ich mich wieder ganz herzlich bei dir. Ja, danke auch. Wie gesagt, davon werde ich jetzt träumen, von diesen Steinen.
Ich glaube, das google ich aber jetzt auch nochmal, beziehungsweise schreibt es in den Chat. Genau. In die Kommentare bei YouTube. Aber das war komisch. Ja. Auf jeden Fall, dann bis zum nächsten Mal. Machen wir die nächste Session oder kündigen wir das spontan im Discord an? Also am Wochenende habe ich eigentlich auch viel Zeit, also können wir nochmal gucken. Ich würde sagen, wir besprechen uns ja nochmal und wenn wir was wissen, wird man es einfach bei Discord posten in unserem Stream-Ankündigungs-Channel. Ja, genau. Ansonsten die Videos kommen wahrscheinlich auch auf YouTube. Die tun wir auf jeden Fall hochladen, definitiv. Alles klar, dann tschüssi. Ciao, und ich würde euch noch an meinen FM-Kollegen weiterleiten, den Terry. Guck mal. Nein, hat nicht geklappt. Muss ich mir nochmal genauer angucken, wie der Username genau ist. Und dann machen wir das dann gleich. Ach, ohne Punkt. Eieiei. Das ist ja peinlich. Läuft der Stream noch? Ja. Achso, ja. So, wir raiden nämlich jetzt gleich und dann sind wir dann soweit. Also euch dann noch ein schönes Wochenende, falls man sich nicht mehr sieht, aber den einen oder anderen Stream haben wir noch parat. Und von daher macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, wunderbar.